So, ja, eigentlich was anderes geplant, aber wir machen heute weiter mit deinem nächsten mit deinem nächsten Rennen, und zwar die Dämonen des Drecks. Wenn wir die ersten 12 kommen, sollte heute machbar sein. Das ist das große Ziel, um auf die nächsten Schritte, die nächste Runde zu machen. Was haben wir denn überhaupt als Bonusausrüstung? 1500 und zerstören. Ah, zerstören? Okay. So. Erstmal ins Halbfinale einziehen. Das heißt, sprich, unter die ersten 12 kann man zumindest die Hälfte der Gegner erstmal. Mindestens die Hälfte der Gegner erstmal wohin. So, fährt sind wir jetzt gerade. Genau, ich zerschieße euch mal gegenseitig gerade so ein bisschen. Das heißt, fett mit dir. Ja, das uns natürlich jetzt auch ein bisschen in die Karre crashen. Wir kommen momentan auch nicht wirklich nach vorne, ne? Weil, weil gerade in dem Moment noch einer an die Seite uns fährt, dann. Scheiße. Also der Kollege zumindest. Und jetzt sind wir wieder Dritter. Jetzt haben wir die zwei Jungs vor uns. Wow, da fliegt einer von der Gegenfahrbahn weg. Klung. Wir haben jetzt aber auch eine. Wie mal erwischt. Okay, da kam noch Gegner gegen. So, führen das wir jetzt erstmal in der vorletzten Runde, das wollen wir natürlich auch beibehalten. Haben wir dazu die so, ein Gegner haben wir schon mal zerstört. Das war jetzt auch mehr oder weniger nur ein Abstauber. Gehen jetzt in unsere letzte Runde. Sorry, mein Freund, aber ich nehme mich da mal dezent aus dem Weg. So, und dann haben wir das erste, den ersten Teil gewonnen. Und zwar das Viertelfinale geht dann an uns. Und damit ziehen wir auch ohne Probleme ins Halbfinale ein. So, weiter geht's. Halbfinale Nummer 1 steht an. Wir wollen natürlich ins Finale und im Idealfall das Ding hier gewinnen. Deswegen auch dieses kleine Turnier. Wie gesagt, sorry, dass ich halt abbrechen wollte. Eigentlich dachte ich mir, ja, okay, hast du schon nochmal so Demolition-Rennen. Dann heißt das auch mir, ja, du hast ein Turnier. Und die Turniere schmeiße ich immer in einer Folge. Naja, alles gut. Weiter geht's.
Mein Gegner mal demoliert. Und wieder abgestoppt. Und ja, mal gucken. Das schaffen wir jetzt. Auch wieder hier 6 Runden, klar. Mein Freund, du hast keinen Schau. Du wirst dann in meinem Auto raus. Und da hat sie sich heftig gesteppert. Das war mit keiner Absicht. Und das würde jetzt einige Positionen kosten. Und damit fliegen wir erstmal aus dem Start jetzt Halbfinale. Aber wir haben Grund, wir müssen Minimum noch ein Auto holen. So, das sind glaube ich die Schaden, ja. Ich wollte sagen, ich habe jetzt kein Auto zerstört. So, mal ein bisschen wieder, ein bisschen durcharbeiten ins Feld, mein Freund. Ja, weil ich will ich hier das Ding gewinnen, das ist klar, durch den Fehler jetzt. Weil ich da ein bisschen weit rausgekommen bin. Jetzt habe ich da wirklich keine Absicht, denn jetzt hat er im Gegner zu diesem hier. Der hat zwar jetzt ein bisschen mehr oder weniger Absicht, aber ich sag das davor nicht. Ich will ja mal ziehen, dieses Jahr das Ding hier nach Hause zu holen. Jagt jetzt den beiden Führenden mal hinterher. Travel Maker und Uncle Big Bob, den dreh ich weg. Damit bin ich in Kirche Führung. Warum auch immer du auf der falschen Seite fährst, mein Freund. Und mit habe ich wahrscheinlich sogar das Rennen versaut. Das kann man. Also egal, alles gut. Das ist das Halbfinale, wir sind auch dabei. So, da fliegst du noch einen mit. Das ist jetzt ein bisschen, ja. So, was hat der Gegner, der einen mitbekommen? Ich habe nur eine Demolierhilfe gekriegt, keine Zerstörungshilfe. Naja, keine Zerstörung. Letzte Runde, knapp haben wir einen hinter uns, der direkt dran fällt an uns. Ich kämpfe mich doch zum Sieg hier. In diesem Halbfinale hier. Und gewinne das Ding. Mein Freund Ramram, ja, hat sich da schon mal verabschiedet. Ich weiß, wo der hängen geblieben ist. Der ist schon mal so ausgeschieden. Ne, weil der war doch mit dabei eben vorne. Habe ich denn jetzt? Ich sehe noch nicht. Oder sehe ihn einfach nur gerade nicht. Ist egal. Wir sind weiter. Das ist das Wichtigste. So. Finale, liebe Leute, hier in Wreckfest mit diesem Turnier. Das wollen wir natürlich jetzt nach Hause fahren, das Ding hier. Das. So haben wir eigentlich die Dinger rausgehauen. Ne, einen Gegner, der zerstört hat.
So, schauen wir mal, aber hier im Finale ist Rottenkern. Jetzt sind es nicht nur 6 Runden, jetzt sind sogar 12 Runden hier. Auf dieser Brownbreaker-Strecke. Also, wird's hier ordentlich staubig. Und viel, viel Schrott geben. Ein Auto kriegt uns da so aus von einer Backe. Und will uns natürlich holen, klar. Wir sind auch ein gutes Recht in diesem Rennen, muss man mal so sagen. Er will jetzt angreifen gleich und dann ist vorbei. Tja, dann wird wahrscheinlich jetzt die Situation sein, dass er in der Kurve ist. Der ist ein bisschen raus, ein bisschen weit zurückgefallen jetzt. Also scheinen wir uns ein Problem, dann scheint es wohl irgendwo geknallt zu haben. Ja, da stand er nämlich schon. Das heißt, er hat sich da weggedreht. Während ihr euch da vorne schön auf die Fresse jetzt gibt und euch gegenseitig zerlegt, fahre ich dieses Ding ja hoffentlich heute nach Hause. So, das war jetzt natürlich der Kollege Red, den ich jetzt gerade mal zerballert habe, weil ich ihn mitgegeben habe. Ja, wir haben 4 Runden, der dritte des Rennens rum, und wir haben, glaube ich, noch nicht so viele Autos rausgenommen aus dem Rennen. Oder zerstört, wie auch immer. Und zerstören wird mir schwierig werden, wenn es sich das Hauptaugenmerk ist. Wenn es halt nur... Ja, ich habe mal einen rausgedreht. Ich kriege ein bisschen Punkte dafür. Da stand ein Auto. Nicht zu spät gesehen. Ja, ein paar jetzt. So nach und nach kriegen wir ein paar jetzt auch mit. Manche auch nur noch gerade auf dem Plan haben, irgendwie das Rennen zu, Leute, das Rennen noch zu zerstören. Ich weiß gar nicht, ob ihr die zerstört habt. Ich glaube, der die Zerstörung bekommen hat für mich. Nö, immer noch nicht. Schade. Weil der hat gut einen mitbekommen, definitiv. Wir haben schön ausgehebelt da und da dann. Keine Chance gehabt auf den. Irgendwas zu reißen, aber egal, alles gut. Damit haben wir auch alles im Griff hier, was das Rennen betrifft. So, Runde 7 sind wir mittlerweile. Dann haben wir noch offiziell 24 Autos gelöst. Ja klar, die Fahrzeuge, die mit DNF dabei sind, die sind natürlich nicht, sind auch noch in der Position mit drin. Bei mir ist da keiner dran, aber das ist für den Moment wohl. Geht eh wahrscheinlich meistens über die Überrundung. So, den habe ich jetzt schön mal einen mitgegeben. Ich glaube, der hat sich jetzt an das dort stehende Auto gehängt, dass ich jetzt gerade mal Glück hatte, dass ich immer kam.
kleiner Sack, Junge. Mit dem gleichen Atemzug hängt er sich in das nächste Auto, was da steht. Dann hier noch Kennedy, ja. John F. Kennedy. Nein, nein, nein. Ich habe ja mal letztens als Generator gehört. Ändert diesen Namen, wieder eingegeben. Ach, das war rausgedreht für gekriegt für die Aktion. So, wir gehen jetzt in Runde 11, also vorletzte Runde. Ja, viel lauter sind natürlich auch nicht mehr im Rennen. Ich fahre natürlich jetzt ein bisschen falsch rum rein. Der rote Baron da hinter mir, der will unbedingt nochmal was haben. Der scheint gerade so ein bisschen auf uns noch gesehen zu haben, ja, dass wir, weil wir noch nicht allzu viel Schaden haben. Klar, wir haben immer noch 90%. Wir hören auch das Rennen immer noch an, also es ist knapp, aber 5 Sekunden noch. Wir gewinnen dann diesen Lauf hier. Schade, es hätte ruhig noch mal ein paar Runden geben können. Aber egal, wir haben es gewonnen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wichtig ist, das Ding hier zu nach Hause zu fahren. Wir haben dieses Turnier mit 3 Siegen nach Hause geholt. Das war nicht ganz unwichtig. So, dann haben wir das auch. Und mit diesem Turnier verabschiede ich mich und wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht zum nächsten.